Tut hier weh und geht dann da so herum und zieht dann hier Okay. drauf. Ein ziehender Schmerz ist Ja, das. genau. So jetzt nicht, aber wenn jetzt noch hier Druck Mit dazu Druck. kommt. Es gibt mehrere Distorsionen im Gewebe und da muss man manchmal anders ran. Aber jetzt hier in Ihrem Fall ist das was, was Sie für sich unterstützend machen können. Okay, jetzt haben wir Stirn und Nase in einer Ebene, horizontal. The facial distortion model, short FDM, is a medical perception to treat different complaints. It relies on the meaning on the observation of and communication with the patient. Die Faszie ist das Bindegewebe im Körper. Die Distorsion beschreibt eine Veränderung dieses Bindegewebes, eine Verrenkung, ein Auseinanderweichen von Bindegewebsfasern zum Beispiel. The fascia webs the whole organism like a spider web. By fascia, our whole body is kept together and coordinated. Okay. Ja. Und auch da, und da hinten. Gut. Gut. Bitte, dann kommen Sie mal auf die Behandlungsliege. Also Faszien ist letztendlich der Überbegriff für alles, was den menschlichen Körper zusammenhält. Und das ist eine sehr derbe, feste Struktur, die aber wiederum sehr geschmeidig und auch gleiten kann. Wir verstehen das Fasziensystem als ein eigenes Organsystem. Ich nehme mit diesem Organ meine Schmerzen wahr. Das ist das Weiße auf dem Kotelett, das, was man eigentlich abmachen möchte, bevor das Ding in die Pfanne kommt. Die Faszien sind nach unserer Vorstellung verklebt oder verdreht oder verformt und wir formen die meistens mit unseren Händen, manchmal auch mit kleinen Geräten wieder zurück. An example for the importance of facial distortions is the story of Christopher Mock. After an acute trauma, an operation seemed unavoidable in hospital. Ich habe so einen Blumenkübel versucht zu verrücken und am nächsten Tag war ich einfach komplett out of order. Es ging nichts mehr und ich musste halt eben ins Krankenhaus. Schmerzhaft irgendwas? Nein. Gut. Bein kommt langsam runter. Da kam halt eben dann bei raus, dass man mal wahrscheinlich operieren müsste. Also ich bekomme zum Beispiel immer wieder Patienten zugewiesen zur Zweitmeinung, die nach Operationen nicht wirklich gut geworden sind. Und dann höre ich mir nochmal genau an, welche Beschwerden die Patienten vor der OP hatten und welche sie jetzt haben und sehe, dass es exakt die gleichen sind und die Operation an dieser Art der Beschwerden absolut gar nichts geändert hat. Wenn jetzt jemand ein schweres Leiden hat, zu sagen, ja, das schiebt man dem Patienten wieder zurück. Es ist ein psychosomatisches Leiden oder ne, damit müssen sie halt leben. Da muss es eine Möglichkeit geben, dort drüber hinauszugehen. An FDM therapist treated Christopher Mock over 10 days in hospital. Daily his back became treated by FDM techniques. Er hat halt eben den ganzen Lendenwirbelbereich abgefahren. Da gibt es so eine Bänder, die man halt eben da behandelt. Dann gibt es Punkte, die man behandelt. Und nach 10 Tagen konnte ich entlassen werden aus dem Krankenhaus, ohne Operation. Wenn man dort mit einem einfachen Handgriff dann das Problem löst, dann ist es, dann kommt man, wird man schnell zum Wunderdoktor, würde ich mal sagen, obwohl es handfeste Arbeit ist. Wir vollbringen nicht immer Wunder, aber wir gehen ein Stück über das hinaus, wo konventionelle Therapie eigentlich aufhört. Das Faszien-Distorsionsmodell ist auf alle Beschwerden übertragbar und anwendbar. Also die absolute Domäne, würde ich sagen, ist der Bewegungsapparat. Rücken, Knie, Füße, Schultern. Nowadays the facial distortion model is also used in sports, because it denies immobilization and reduces medication. Also eines der prominentesten Beispiele ist vielleicht die deutsche Fußballnationalmannschaft. Man wundert sich ja immer, warum die Menschen so schnell wieder aufstehen nach einer Verletzung, Verdrehung. Läufer, Triathleten, Handballer, Fußballer, also diese ganzen Mannschaftssportler, aber auch Individualsportler, die kommen mit diesen Fasziendistorsionen. Zumindest erkenne ich sie als solche und kann sie eben entsprechend behandeln. Und die Sportler in der Regel eben viel schneller wieder in den Sportbetrieb
integrieren, als das mit den schulmedizinischen Methoden, mit längerer Ruhigstellung und so weiter in der Regel klappt. The Facial Distortion Model was founded by Dr. Stephen Typaldos, an American Osteopath. Der war unzufrieden mit seinen Behandlungen, mit den herkömmlichen medizinischen Modellen. Er konnte seinen Patienten nicht so gut helfen, wie er wollte. Und dann hat er einmal eine Patientin gefragt, was er machen soll gegen ihre Beschwerden. Und die Patientin hat ihm gesagt, naja, vielleicht können Sie da mit dem Finger drauf drücken. Und dann hat er mit dem Finger drauf gedrückt und die Patientin hat gesagt, ja, das ist gut. Und dann hat er wieder gefragt, was soll ich jetzt machen? Und dann hat die Patientin gesagt, vielleicht können Sie mit dem Finger da weiter hinauffahren entlang meines Rückens. Und er hat dann nach ihrer Anweisung das so umgesetzt, bis er mit seinem Finger oben am Schädel angekommen ist. Und dann hat er sie wieder gefragt, was ist jetzt? Was mache ich jetzt? Und die Patientin hat gesagt, jetzt passt's, jetzt ist es gut. Ja, meine Beschwerden sind weg. Gut, dann testen wir noch einmal nach. Wie ist das jetzt mit dem Zehenspitzen? Erfunden hat das Ganze oder entwickelt hat das Ganze Stephen Typaldos, ein amerikanischer Osteopath und Notfallmediziner, der von 1991 an beobachtet hat, dass Patienten ganz genau beschreiben können, wo ihre Schmerzen sind, wie sich die Schmerzen anfühlen, wie sich die Schmerzen entwickeln, beziehungsweise auch mit bestimmten Gesten genau lokalisieren können, wo die Schmerzen sind im Körper. Mir als Behandler hat es extrem geholfen, eine andere, positivere, optimistischere Vorstellung von diesen Beschwerden zu bekommen, weil mich die in den anderen Ausbildungen vermittelten Vorstellungen immer deprimiert haben. Entweder waren die Konzepte zu pessimistisch, Abnutzung, Abrieb, Verfall. Ja. Das Faszinationsmodell selbst ist so einfach, dass man eigentlich von Anfang an Zeit für den Patienten hat. Und das hat mein persönliches Leben deutlich bereichert und erleichtert. Ja, gut. Ja. Ganz hinaufschauen zur Decke. Wie ist das? Für mich ist es auch so, wenn ein Patient mit schwerwiegenden Problemen zu mir kommt und ich bin in der Lage, ihm zu helfen, dass sehr befriedigend ist, weil ich weiß, dass es auf sein Leben einen großen Einfluss hat. Die Patienten und die Behandler sind eigentlich auf selber Ebene. Jeder Patient, der hier bei der Tür reinkommt, ist mein Lehrmeister. Ist es richtig gut oder ist noch ein bisschen was? Ich kann da jetzt nichts lokalisieren. Das Fasziendistorsionsmodell unterscheidet sich darin grundlegend, dass es den Stellenwert des Einzelnen ziemlich erhöht, dass es kein Normal gibt oder kein Richtig gibt in dem Sinne, sondern nur das Richtig und das Normal des einzelnen Patienten. Tut das weh? Da? Und es ist wichtig, dass ich wirklich nur auf den Schmerz, den Sie kennen, sind. Sie dürfen den Kopf gerne bewegen dabei, schön langsam. The European FDM Association was founded to guarantee a high qualified treatment and education. The association is represented by about 500 members in several European countries. Der Verein wurde 2006 gegründet mit 7 Teilnehmern oder 7 Mitgliedern. Unser Ziel ist es, dieses Faszien-Distorsionsmodell zu verbreiten, bekannt zu machen, die Ausbildung dazu zu regeln, eine Qualitätssicherung auch im Bereich der Ausbildung einzuführen. Ich erlerne die Griffe und die Techniken, eben diese Verdrehungen und Verformungen so zu korrigieren, dass quasi ein Qualitätsstandard gebildet wird. Meanwhile, the FDM is used in Japan, Africa, the USA, Russia and Europe. Viele Patienten kommen ja nach einem langen Leidensweg zu uns und die Vision wäre die, dass Patienten beispielsweise mit einem akut verstauchten Knöchel direkt eine FDM-Behandlung erhalten. Letztendlich möchten wir natürlich das Faszien-Distorsionsmodell in der Medizin etablieren. Somit muss man klar formulieren, dass das Ziel der Europäischen FDM-Gesellschaft das ist, dass sie nicht mehr notwendig ist und sich irgendwann mal abschaffen muss, weil ohnehin das schon jeder Student lernt. On our website you can find a list of qualified FDM therapists and further information about the facial distortion model. fdm-europe.com